Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich, ihr lieben Landratten. ja, beim letzten Mal sind wir gestrandet und wir können jetzt von dieser Insel mit diesem Schoner hier abhauen. Ups. Und das machen wir jetzt mal. So. Willkommen an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Okay. Sie wird reichen. Dann geben wir mal Gas. Setz jeden Zoll Segel! Ja. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Frisches. Ah, dann driven wir mal hier rum. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Je mehr Segel ihr setzt, übrigens, desto schwieriger wird das, das Ding jetzt zu steuern. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. So, mal ein bisschen langsamer. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Weil hier sind Sandbänke. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte, Melasse, Rum und andere Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. So. Es sieht einfach nur traumhaft aus, ey. Ganz ehrlich. Leesegel einholen! So. Oh, gucken, dass wir da rumkommen. Leesegel heißen, los geht's! Okay, volle Segel. Oh, mal gucken, was uns erwartet. Geil. Einfach nur geil. Habt ihr das gesehen? Der Burner. Oh. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Einfach nur der Hammer. Das sieht so bombastisch aus. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Oh la la. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour. C'est bon? Klappt es? Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Sorry. Ich finde die Haarfarbe von ihr ganz cool. Hat was. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Die Großmutter mütterlicherseits war Asiatin. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs.
bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist ihr Job. Sure. Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Magnifique. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. So, dann wollen wir das Ding mal einschalten. Haben Sie bemerkt, dass die... Ups. Okay. Angestelltenausweis. Ach, je. Oh, das kennt ihr ja, ne? Also, das werde ich mit Sicherheit nicht alles vorlesen. Ich scroll das runter. Wer das lesen möchte, drückt dann in dem Video halt auf Pause, ne? Weil das ist zu viel. Ich wollte ja keine Geschichtsstunde abhalten. Wir wollen ja vorankommen. Ne? Wie gesagt, ich scroll's durch. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Ganze Menge Text. So. Alles klar. Weil hier etwas lax ist, Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Was ist das denn hier? Pollen oder was? Was in der Luft hier fliegt? Hm. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Okay, Taste B. Sehr nice. Bereit? Dann los. So. Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Wer weiß... Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Ich bin ja mal gespannt. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Ja, ja. Ich frage mich ja, was der mit der im Büro besprechen will. Vielleicht will er hier etwas magnifik machen. So, wir sollen uns wieder mit den Animus hier verbinden. Was haben wir denn hier Feines? Schick, schick. Dann machen wir das nochmal mit der Taste B. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales.
Kalibrierung beendet. Alle Signale normal. Alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert. Jojo. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Tropico. Lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. Ey, wie kann der bei der Hitze solche Klamotten tragen? Ey, das ist ja Wahnsinn. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Und die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Dann dackeln wir mal den Guten hinterher. Hola, die Dame. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Oder anders gesagt, leichte Mädchen. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Okay, ein paar Schwerter kaufen. Machen wir doch. So. Wir sollen die britischen Entermesser kaufen. Dann gibt's aber noch jede Menge andere Kram. Natürlich gegen ordentlich Kohle. Da müssen wir auf jeden Fall uns dann dementsprechend aufrüsten. Wenn wir die Cola haben. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Okay. Dann wollen wir mal. Na los. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Kann auch wirklich genial klettern, muss man ja ehrlich mal sagen. Ne? Gucken wir uns mal die ganze Aussicht hier an. Wow, 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 wow. Guckt euch das an. Schade, dass ich jetzt nicht so richtig wegzoomen kann, sonst würde ich euch das mal von unten zeigen. Aber sieht schon genial aus, ne, liebe Leute? Also, das ist... Aber da soll man nicht hin, wir sollen da hin.
Da will ich hin. Na. Entschuldigt. So. Oh, Hammer. Einfach nur Hammer. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Okay, Action. Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen. Da ist einer. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Na los. Ah. Hab ich dich. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. So, das ging fix. Nicht sie weg jetzt. So. Sollen den guten Steed Bonnet treffen. Was haben wir denn da? Ich wollte doch gar nichts dir tun. Ich wollte doch die Shanti da haben. Ah, schon weg. Schon weg. Schade. Mist, da kommen wir nicht hoch. Na gut. Na los, geh hoch hier. Lass uns mal auf die Karte gucken, liebe Leute. Ich zoome mal raus. Da ist eine Truhe. Da ist eine goldene ULC-Truhe. Ich würde sagen, wir holen uns diese Truhe. Und, Hey, du! Halt! Das ist kaputt! So, du machst mir keinen Ärger mehr. Na, bitte mal einmal die Truhe. Mhm. 1 von 20 Truhen. Interessant. Gucken wir mal. Ich würde ganz gerne mir diese beiden Truhen jetzt noch holen für diese Folge. Ich will nicht alles machen, ne? Also, wir holen definitiv nicht alles, aber alles, was sich so schnell realisieren lässt, das nehmen wir mit. Aber halt jetzt nicht irgendwie Erfolge und so weiter. Wir wollen ja in der Story vorankommen. Und das geht am besten, ups, wenn man so ein bisschen straight der Sache folgt. Da ist noch einer. Den holen wir uns. So. Tut mir leid. Aber ich will an die Kiste. So, die haben wir gleich. Okay, wir wissen ja, wir brauchen Geld für Sachen zu kaufen, ist ja klar. Halt, da drüben lungert schon wieder einer. Jetzt holen wir uns die Kiste noch. So. Nur spannend, was da drin ist. So. Elfenbeinsteuerrad. Sehr nice. Sehr nice. So.
Aber ich würde sagen, für heute reicht's das erstmal. Beim nächsten Mal gehen wir der Hauptmission weiter nach und schauen, was unser guter Edward noch so erleben kann. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.